Eingezwängt zwischen parkenden Autos und fließendem Verkehr. Oder ganz ohne separate Fahrspur. Radler haben es hier oft schwer. Nicht umsonst hält Würzburg seit Jahren den wenig schmeichelhaften Titel Fahrradunfreundlichste Stadt Bayerns. Selbst wenn Fahrradwege vorhanden sind, enden sie manchmal unvermittelt. Dann muss der Radfahrer sehen, wo er bleibt. Das ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Seit Jahren fordert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Würzburg, genau solche Stellen zu entschärfen und die Infrastruktur zu verbessern. Immer wieder wurde vom ADFC Würzburg auf die Schwachpunkte hingewiesen, dass es da was gibt, dass da was getan werden muss, um den Radverkehr einfach sicherer zu machen. Aber bisher hat es noch keine Reaktionen der Stadt gegeben, wo man gesehen hat, dass da was tatsächlich passiert ist. Dabei sind in Würzburg wirklich viele Fahrradfahrer unterwegs. Gerade für Studenten lohnt sich oftmals ein Auto nicht. Das Fahrrad eine umweltfreundliche und preiswerte Alternative. Kurz, das Radfahren wird in Würzburg immer attraktiver, die Bedingungen dafür aber nicht. Nun will die Stadt handeln, deshalb ist sie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten. Wir haben endlich den Beginn eines Radwegekonzepts. Wir haben einen extern beauftragten Gutachter, der zusammen mit uns jetzt die Stadt unter die Lupe nimmt und die Radwege so durchstrukturieren wird, zusammen mit dem Radverkehrsbeirat, dass wir dann in der Lage sind, auch dabei bleiben zu können. Maximilian Göss bekam die Tücken des maroden Radwegnetzes am eigenen Leib zu spüren. Doch inzwischen hat sich etwas getan. Das hier war, wie gesagt, der Ort, wo ich vor 4 Jahren den schweren Unfall hatte und ich dann ins Krankenhaus musste. Damals verlief der Fahrradweg direkt mit 2 scharfen Kurven hinter der Bushaltestelle. Jetzt ist er zum Glück davor und somit hoffe ich, dass auch die Stadt Würzburg weiterhin solche gefährlichen Stellen entschärft. Der Entschluss, fahrradfreundlicher zu werden, ist ein erster Schritt. Bis das Ziel erreicht ist, wird es aber noch Jahre dauern.